Samen. Dusch. Aha. Neuen Samen. Ich weiß nicht, ob das neu ist. Aber anscheinend, ja. Okay. Mehr Samen. Okay. Damit haben wir das Gebiet abgeschlossen. Perfekt. Erzähle mir mehr über Pflanzen. Warte nur, bis dieses Goldlichtmoos wächst. Die Wurzeln darunter erheben sich und helfen den Blumen, Lichtquellen in der Nähe zu erreichen. Okay. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, dann... Wie kann ich nochmal zurück? Ich glaube, ich habe schon alles hier so an Pflanzen, ne? Guck mal, jetzt 10 von 10. Kann doch nicht sein, oder? Okay, anscheinend schon. Ich muss noch warten, bis die wachsen, glaube ich. Danke für die Hilfe. Meins. Schön. Wo kommen wir denn hier noch hin? Zeig mal. Aha. Aha. Und da kommen wir dann dahin hin. Alles klar. Und zeig mal. Ich will die ganze Zeit hier irgendwo Schüsse. Lustiges Völkchen, was? Aber ihr habt hier jede Menge interessante Technik. Wenn ich euch nicht überfallen würde, würde ich wahrscheinlich alles kaufen. Ja, was? Du hältst mich immer auf dem rechten Weg, was? Braver Droide. Macht besser, was sie sagen, sonst wird das unangenehmer, als es sein muss. Ich glaube, du bist falsch abgebogen. Oh, nicht schlimm. Braver Droide. Sehr braver Droide. So, war ja nicht gerade ein Java irgendwo? Ich habe ein Java gehört. Bin ich doch hier. Oh, mit roten Augen. Oh, hey, ich weiß es zu schätzen. So, na, Bibi. Aber erstmal haben wir hier noch was. Ja. Sieh dir das an. Nice. Okay. Ich muss wahrscheinlich zu beiden Dingern rein, ne? Wenn ich da hingehe, komme ich dann auch rüber, ja, ne? Moin, Schatz. So. Aber auch mal öffnen, ne? Kyonosiana. Boah. Neues Paar Schuhe, neues Paar Beine für BD. Wo ich den so zu verändern irgendwie nicht so interessant finde wie den Blaster oder das Lichtschwert, wenn ich ganz ehrlich bin. Da komme ich nicht hin. Da komme ich hin. Mhm.
Das ist so ein Ding. Oh. Ich habe nicht gesehen, dass ich dich auch ziehen konnte. Ah, ich habe schon gedacht. Guck mal. Schaffe ich das? Sieht irgendwie nicht hoch genug aus. Oh. Ah, natürlich ist er wieder getimed. Ah. Nein. Oh. Danke für da. Da komme ich doch nie mit ihm rüber. What? What's up? Ah, ich sehe schon wahrscheinlich, wie ich machen muss, ne? Okay. Seid mal alle schön da. Okay. What? Bin ich da gerade runtergerutscht? Wann geht das denn? Guck mal, was ich hier noch alles finde, ey. Oh, guck mal hier. Raiders wollen das Lager zerstören. Ah. Was für ein Lager? Hier ist doch gar nichts mehr. Ist auf mich. Sieht er mich oder nicht? Die sehen irgendwie aus, als würden sie auf mich schießen, aber irgendwie auch nicht. Okay, irgendwie kann ich die Kamera nicht richtig kontrollieren. Also habt ihr mich gesehen? Da komme ich nicht hin. Doch, da komme ich hin. Oh Gott. Was ist hier los? Hilf mir. Ach, die wollen auf hier. Ah, da ist eine Sandraupe sich gerade. Wow. Ja. Ist er tot? Okay. Okay. Was ist hier los? Ja, was geht? Oh nee, was ist das schon wieder? Okay, das geht noch. So. Ich hab mal ausprobiert, ne? Ja, angehört hat ich nicht. Hey, Kumpel. Sie können mich nicht stoppen. Das muss nicht ausreichen. Ja. Oh ja, Stück. Jetzt bist du an. Sehr gut. So, ich wollte schon sagen, wenn da jetzt auch noch was rauskommt. In diesen Kriechern leben mitunter ganze Dörfer, die als Einheit über Planeten fahren. Aber der hier hat sich wohl schon länger nicht bewegt. Kriecher heißen die im Deutschen? Seid ihr alle okay? Ich weiß nicht, was das heißt, aber ihr seht alle okay aus. Falls ihr Vorräte braucht, solltet ihr den Außenposten Ramblers Reach besuchen. Ja, war rekrutiert. Ich weiß nicht, ob ich den rekrutieren will. Sie sind erfreut, was? Sehen ein bisschen ungesund aus. Dass sie einen Platz für ihre Geschäfte haben. Grease wird das lieben.
Da wird jetzt eine ganze Sandraupe parken. Das wäre ziemlich cool. So eine Sandraupe neben dem Salon. Oh Gott. Was hat denn da für Zeugs drin? Das ist bestimmt nicht schlecht, was hier drin ist, ne? Ist nichts drin. Aber da ist was. Haha. Noch ein Fertigkeitspunkt, ne? Wie vorher wetten. Mir ist übrigens aufgefallen, mir fehlen irgendwie noch 6 Bonusse, aber ist irgendwie nur noch Platz für 3. Das ist ein bisschen komisch. Also, was das soll, weiß ich nicht. Ja, was geht? Ja. Hier steht mir fehlen noch 6 Stück, aber es ist nur Platz für 3. Also, ja. Was auch immer das bedeuten soll, ne? Ah. Lass ich mal hier rüber. Nein, hier rüber. Jetzt gar nichts. Mann, was? Ach, da unter. Okay, mal gucken, was dieser Java macht, ne? Natürlich voll geil, wenn der irgendwie mehr Priorität. Klamotten und so verkauft, ne? Klingt irgendwie jedenfalls danach. So, natürlich für mir eine Samenkapsel und eine Truhe. Die Truhe, die holen wir uns noch, den Samen. Der wird vertagt. Weil ich immer noch nicht irgendwie so ein Radar habe, was mir zeigt, wo alles ist. Und ich hoffe, es gibt so eins, weil ich habe schon alle Dinger hier gesammelt, alle Samen anscheinend, ne? Oder die mir ja was gesagt werden kann. Also da kann ja wohl nicht mehr. Kann da wohl nicht mehr viel machen anscheinend. So, da komme ich gleich ran. Man kam ich nicht von da? Wo war ich denn hier noch nicht? Wo ist die letzte Truhe? Da! Hm. Hey, war mal dahin. Ja, hier unten sind wahrscheinlich wieder. Oh, perfekt. Ich habe eigentlich gedacht, mehr so imperiale Soldaten und Battle Raiders, aber ne. Das ist sogar noch besser. So, da ist nur eine Liane. Da muss ich irgendwie von da aus hin. Okay. Sehe schon. Wo ist der letzte Samen? Wäre natürlich wieder schwierig zu finden sein. Oh, da komme ich gar nicht hin. Los! Ha. Oh Gott, da ist voll die Action am Laufen. Lass mal da wegbleiben. So, wie komme ich denn darüber? Ach so, das ist eine. Hm. What? Kollege. Ho. Ho. Oh nein, falscher Knopf. Ach, natürlich reicht das wieder nicht. Ah, dann springe ich eben ab. So. So, da ist die Liane. Boah! Aha! Und hier müsste die Truhe sein. Da. Jawolski. Wild nach vorn. So, jetzt sehe ich nicht mal aus wie Freddie Mercury. Das ist der Name, der mir die ganze Zeit in den Kopf rumgewuselt ist. Okay, ich wollte schon sagen. Für mich jetzt nicht hier wieder herumzulaufen. So, ich mache mich noch auf die Suche nach der letzten Samenkapsel, die hier irgendwo sein muss. Und dann
Guck mal, was der Java macht, ne? Bis gleich. So, wortwörtlich nach 2 Sekunden nach dem letzten Schnitt. Ich habe ja gegen ein paar Gegner bekämpft und dann ist irgendwie der Samen auf mich zugeflogen. Also irgendwo hier muss der gewesen sein. So, nur damit ihr es wisst, ne? Okay, ciao. Und noch mal ein paar Sekunden nach dem letzten Schnitt. Guck mal, wer da ist. Das gibt's jetzt nicht, ey. Und hier schon wieder gefunden hab. Boah. Boah. Hey, Scuba. Wie einige aufregende Kriegsveteranengeschichten. Mein Anzug, Junge, er funkelt vor Fett. Du fragst dich vielleicht, Scuba, alter Seehund, hast du dein Ruder verloren? Willst du dich selbst in Butter braten? Der Gedanke ging mir durch den Kopf. Nein, Junge. Wirklich? Wirst schon sehen. Stimmt mit dir nicht, Karl. Soll ich dich erschießen, Scuba? So, ich glaube, mir fehlt jetzt nur noch ein einziger Fisch, ne? Ein Fisch fehlt mir jetzt noch. So, und erzähl mir wieder einen von deinen alten Geschichten aus den Jugendtagen. Nicht nur, weil seine Klauen schärfer sind als die Borsten auf meiner Lippe, sondern er ist auch glitschig wie eine Schauderpede beim Nachmittagstauchgang. Also, wie kommt man gegen diese Schlüpfrigkeit an? Man macht sich selbst noch schlüpfriger. Das macht keinen Sinn. Ich will mir merken, wenn ich wieder in der Klemme bin. Oh, und ich habe gerade erst angefangen, Junge. Wenn du kurz Zeit hast, erzähle ich meine Geschichte weiter. Ja, natürlich. Also, Scuba, zurück zu deiner Geschichte. Du wurdest im Weltraum von Captain Wet ausgesetzt. Ei, Junge. Ich träg mal kurz einen Schluck. Ach, mit knurrendem Magen und starr, um mich auf diese Geschichte zu fassen. Und vom Unauge blickte mich mein Spiegelbild an. Waren es Stunden, Jahre, ach, beides würde mich nicht wundern. Aber eines weiß ich noch. Nach unbestimmter Zeit tauchte sie auf. Wie ein Bugspriet durch einen Wellenkamm. Der große Weltraumwal, immer noch mit dem Abdruck der Warmut an der Seite, tauchte aus einer geteilten Leere auf. Aus einer Mythologie, ich weiß nicht mehr welche. Das treibt mir heute noch. Das Salz in die Augen. Seine speckigen Wellenbewegungen schleuderten meine Kapsel durch die Sterne wie ein Skiff mit Gänseflügeln. Die Sterne kreisten. Es gibt Gänse in Star Wars. Was? Bis ich plötzlich unter mir einen Planeten sah. Dort stürzte meine Kapsel ab und ich wurde von freundlichen Einheimischen gerettet. Ganz schön, ich habe gerade was gehört. Von dieser wunderbaren Kreatur aus den Tiefen des Weltraums gerettet worden. Ich habe nach ihr gesucht, aber ohne Ergebnis. Sie entzog sich mir jahrelang, bis ich mein Bündel schnürte und nach Sakavita heimkehrte. Die meisten glaubten nicht, was ich gesehen hatte. Angeblich alles nur die letzten Zuckungen eines verhungernden Gehirns. Aber ich weiß, was ich gesehen habe, Junge. Ich weiß, was ich gesehen habe. Natürlich können wir diesen Wal auffinden. Nicht mehr so wie in meiner Erinnerung. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Yay. Steht da irgendwie so... Oh. Mein Video wurde fertig gerendert. Das war dieser Sound. So, ich bin aber ursprünglich hier hingegangen. Weil, ups. Okay. So viel dazu. Ich bin ursprünglich hier hingegangen, weil irgendwie ist hier noch ein Schatz. Ne, da war der Schatz. Ich sagen, auf irgendeine rutschige Bahn, so wie das aussah, ne? Zeig mal, irgendwas ist hier. Ist gar nicht rutschig. Oh, unter mir. Und dann haben wir dieses Gebiet, glaube ich, auch fertig. Soweit, ne? Wie bin ich nicht hier hingegangen? Sieht nach noch einem Klumpen aus. Und wow, da haben wir auch hier alles schon. Cool. Mit 2 Gebiete abgeschlossen. So muss das. Halt. So, gehen wir mal zum Dings zurück und gucken, wo der Java jetzt ist, ne? Das interessiert mich nämlich. Aber erstmal gehen wir zum Mantis.
Weil von da aus kann ich den Garten erreichen. Hoffentlich hat er sich wieder erweitert, jetzt wo wir alle Pflanzen haben. Laut der Datenbank jedenfalls, ne? Ich glaube, da sind immer noch mehr, weil ich habe definitiv mehr als 12 Pflanzen. Also sind halt irgendwie so Unterkategorien oder so, was ich da habe. Ich weiß es nicht. Ich habe definitiv mehr als 12 Pflanzen. Oh, hallo. Nix, alles klar. Da muss ich wohl noch mehr finden, ne? Also jetzt will ich mal wissen, wo der Java ist. Und was der macht, falls überhaupt. Wenn der Java diese Tür öffnen würde, wäre natürlich perfekt. Okay, wenn nicht, dann gucken wir mal kurz hier rein. Im Salon. Mal bei sie vielleicht Zeugs eintauschen. Ich gehe schon wieder vollkommen falsch. Egal. Ja, von hier aus dahin. So hier rein, oder? Ist der Eingang zum Salon? Geht irgendwie nicht auf. Oh Gott. Meine Güte, ich möchte dieses letzte Droiden-Upgrade haben. Und warum ist das Video wieder so komisch? So, boah, ich komme nicht klar, ne? Wo ist der Eingang zum Salon? Wir sind doch hier über dem Salon, oder? Boah, warum ist denn das Video hier so komisch gerade? Ich sehe die ganze Zeit so Streifen, so Frequenzstreifen. Lass mich rein, das ist euer Salon, oder? Da bin ich jetzt ganz doof. Boah. Muss das schon hier aufmachen, Kollegen. Boah, diese Ladebildschirme hier, ne? Ja, ich bin's, Kerl. Ich weiß, ich verändere die ganze Zeit meine Frisur und mein Aussehen und so, aber lass mich rein. Alter. Ja, das ist wie ein Fallout. Ja, je größer dein Spielstand ist, desto länger dauert es immer irgendwie, bis die Ladebildschirme laden, ne? Ich glaube, so läuft das hier ungefähr ab, ne? So, wo ist der Java? Irgendwo muss er sein, ne? Ist das? Okay. Ich wusste nicht, dass das ein Ding war. Das ist eine gute Benutzung der Macht, ne? Das Klo wieder, um das Klo abzuspülen. Vielleicht muss ich ja mal mit ein paar Leute reden oder so, ne? Kann wahrscheinlich auch sein, ne? Oder ja, weil der ist doch bestimmt irgendwo, wo die ganzen mechanischen Klamotten sind, ne? Komm schon, zeig mal. Ich muss ja durchgehend drehen, weil diese Musik ist wahrscheinlich irgendwie kopiergeschützt oder so. Und jetzt mal hatte ich da irgendwie so Probleme mit. Deswegen weiß ich ja nicht. Deswegen muss ich da immer ein bisschen drüber reden. So. Wieso habe ich die Musik hier oben immer noch? So, kann ich hier irgendwie noch was holen? Hab schon lange nicht mal hier vorbeigeschaut, glaube ich. Unbeugsam, keine Unterbrechung. Auf so beim Sprinten einen Treffer ohne unterbrochen zu werden, ist relativ lahm, aber ich muss sowieso irgendwann. Und mehr Farbe. Sollen wir noch mal hier so ein Dingens machen hier von diesen. Und diesen hier, ja, ne? Komm, mach mal ein. Na, schon mal hier sind, ne? Oder habe ich dem Java als Dingens, ne? So, Scoba, du kannst mir ein Bad geben und du kannst mir was auch immer das ist geben. Scoba. So. Oh Mann. So, dann mach mal. Den und den. Viele Schüsse bringt's, glaube ich. Ist mir so aufgefallen jedenfalls.
Ja, diese Granaten, ja. Boah, Leute. Hört auf, euch selber in die Luft zu. Steht doch noch einer. Okay. Warte mal da. Und die Kombi hat mir gefallen, lass mal noch mal machen. Dann. Ich meine, wenn wir einfach nur ballern, reicht das doch, ne? Wow. Ging ja noch nicht mal down. So, oh nein. Also was, da holen wir mal was Größeres. Und zwei Sturmtruppler. Ich glaube, die gegen den ATSC eine Chance haben. Ich hatte einen an. Toll, ich habe mich selber betäubt. Aber dieser Typ ist viel zu einfach zu beeindrucken. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Obwohl. Ball auf ihn, Ball auf ihn. Oh mein Gott, ich habe noch nie etwas so Geiles gesehen. Oh. So. Weiß nicht. Jetzt haben wir da Druidika. Rechnen wahrscheinlich damit, dass ich hier voll viele Einheiten schon verloren habe, ne? Jetzt pass mal auf hier. Flammentruppler. Los geht's. Wir haben die Überhand. Wie viele Leute wir haben. Boah. Weil die bringen immer meine eigenen Kollegen um. Hör auf damit. Belohnung, Bart, Schnur und Unterlippen. Ich musste gegen den Strom schwimmen. Verstehst du es, weil ich gerne angle? So, machen wir dann nochmal. Mit dem Sieg rausgehen, ne? Ich glaube nicht. So, ich weiß nicht, wo der Java ist. Vielleicht ist er irgendwie vor dem Saloon oder so, keine Ahnung. Weil nicht, aber nein, hier wollte ich nicht hin. Ich wollte hier raus. Lass mich hier raus. Dieser Salon stinkt und er stinkt genauso. Lass mich hier raus. Okay, also, wo ist die eine hier? Ne, ich freue mich, dass du da bist. Und zum Hallo. Du bist doch dieser eine Frosch hier bei dem Okto. Eine üble Präsenz. Nein, das kann nicht sein. Was? Oh oh. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Muss ich noch mal gegen dieses Okto-Viech kämpfen? Ja. Das ist unmöglich, sag ich jetzt schon. Der eine ist ein Octobokto. Ja, lustig, ne? Ja, der ist gut. Ja, guter Witzspiel, also. Wie willst du das denn erzählen? Das macht, weil er hat zuerst zwei Rancors und dann auch das Viech, was wahrscheinlich noch schwieriger ist. Ich finde wirklich, in diesen Kämpfen hätte man irgendwie in der Lage sein sollen, Leute zu manipulieren. Wie soll man das denn schaffen? Das gefällt mir auch. Sind das neue Klamotten? Du hast ein gutes Auge. Das wird mir nützlich sein. Abgemacht. Okay. Eine
Gott, Bomberjacke. Ich nehme das hier. Gute Wahl. Okay, cool. Wo ich jetzt aussehe. Boah, wie ein Big Deal. Ich weiß immer noch nicht, wo der Java ist. Also ja, ich dachte mit dem Machtrissen hier so 100% ab wird nichts auf Jedi Großmeister, weil das ist einfach, wie soll ich das bitte schön schaffen, das ist unmöglich. So. Oh, bitte sag mir, dieser Java wartet vor dieser einen Tür, die ich vorher nicht öffnen konnte. Wäre natürlich der perfekte. Wäre natürlich perfekt, ne? Hey, warte mal. Ich sagen, ich habe da was in meinen Augenwinkel gerade gesehen. So, wo ist das? Ja, yeah, guck mal. Warum ist das jetzt offen? Ich weiß nicht, warum das jetzt offen ist, aber ich kann es endlich da rein. Oh mein Gott. Ich fand meine Zeit verschwendet letztes Mal hier. Wir sind irgendwie 10-20 Minuten lang gesessen, um zu gucken, wie man da reinkommt. Swoop. Oh. Erstmal so ein Bonus, dass ich irgendwie weniger Schaden nehme. Weil wenn ich sowas nicht bekomme, dann wird das nichts mit mit den Octobot und den Doppelrankos. Na, jetzt kann ich hier noch rein, ne? Na, guck mal. Sind eure Gesichter gefixt? Ne. Ihr habt immer noch kaputte Gesichter. Okay, cool. Lass mich da rein. Und wir haben mal dieses Rätsel auch gelöst, endlich. Oh. So unspektakulär. Eins. Liegt noch was. Hat schon immer hier. Lass uns das See zeigen. Okay, cool. Geht weg von mir, ihr seid. Sehr gruselig. Ich habe eure Gesichter nicht da, wo die sein sollen. Cool, haben wir dann auch endlich abgeschlossen. Alles klar. Endlich, okay. Dann sehe ich euch, wenn ich wieder was gefunden habe, ne? Bis gleich. Boah, kackfrech, gerade hat irgendwie so eine Meute von diesen Viechern hier einen dieser Pipets hier verfolgt. Ich habe mir so gedacht, oh, ich rette mal Viech und das Viech geht direkt auf mich los. Ach ja, und Samen habe ich gefunden. Es so. Verwirrt mich irgendwie voll, dass da steht neuer Samen. Ne? So, Dorn. Dornpflaumen. Okay. Ich bin schon beim Einpflanzen mit da auch irgendwie so stehen, so ja, neuer Samen, ne? Wird es ein bisschen einfacher machen. So. Ja, das war noch mehr. Ja, also. Wenn ich den hier machen. Oh, das ist auch noch mehr. Sind alle ja an dem Ort. Ich habe gesehen, mir fehlen noch irgendwie so ein paar Samen hier, ne? So, jetzt fehlt mir nur einer. Wenn er jetzt auch noch hier ist, wäre natürlich gut. Ist er auch, glaube ich, oder? Ich habe falsch gesehen. Na, da wäre mir ja nicht hier drei von diesen Dingern geben und der letzte ist an einem vollkommen anderen Ort. Hätte euch machen, oder? Ich glaube, da machen die. Kommst du denn auf einmal hier? Das ist doch was. Na, ich sehe doch hier irgendwo grün, oder bin ich blöd? Ich meine, ist überall grün, aber betreffe ich die Dinger gar nicht. Oh, ehrlich, kann jetzt nicht sein, ey. Jetzt ja eine fehlt. Ja, dieses Spiel, ne? Komm schon mal, eine.
Einfach so von diesem blöden Dinger möchte ja wohl auch noch ihr sein. Ja, du bist einfach da reingegangen, das ist deine Schuld. Ne? Ich will ja nur ein bisschen Gartenarbeit betreiben und du bist einfach in meine Klinge reingerannt. Ne? Das ist aber nicht meine Schuld, Kollege. Ich glaube nicht, dass ich diesen einen Samen hier noch finden werde. Ich weiß genau, was passiert. Ich stelle meine Aufnahme ab, ne? Und dann 2 Sekunden später gefunden. Okay. Ja, Aufnahme gestoppt. Wortwörtlich 2 Schritte gegangen und dann ist das Ding. Falls ihr euch erinnert, vorhin stand ich noch hier. Jetzt bin ich hier hochgesprungen. Boom. Gibt's jetzt aber nicht. Knollenschnur und Datum hier, Rot. Rot, mein Gott. Ich habe so Rot gelesen, so wie ein Rotten. Irgendwie verrotten. So, boom, 100% alles hier. Ausgezeichnet. Guck mal, wie viel hier neu ist, ey. Da habe ich da eine Markierung gemacht. Mach das weg. So, jetzt mal hier hingehen. Sind noch 2 Truhen, ne? Das wäre doch schön, oder? Gut, dann sehen wir uns da vielleicht. So, einige Orte von Interesse. Zum Beispiel hier. Aha. Mal hier soll laut der Karte ein Artefakt irgendwo. Artefakt, Schatz sei da. Ein Klumpen. Den verkaufen wir in Domas Laden. Guck mal, ja. Dann habe ich noch gesehen. Nicht so weit. Hier ist auch noch was. Die Hillinger haben auch schon lange nicht mehr gesehen. Stimmt, hier war ich mal. Kann mich erinnern. Hier ist hübsch. Da wusste ich halt noch nicht, was ich mit den Dinger machen muss. So, und jetzt habe ich hier irgendwie mal geöffnet. Ich bin überrascht, dass ich das überlebt habe. So, haben wir hier noch so ein neues Gebiet, oder? Ja. Doch. Schon noch was unter Wasser. Schadensbericht. Okay, zu viel Text. Mein Gott, wollt ihr mich umbringen? Oh Mann, das kann ein bisschen schwierig werden. Ich bin überrascht, dass mich noch nichts irgendwie versucht hat, unter Wasser zu killen, ne? Irgendwie voll einfach, so ein Gefühl. Jede kann ja eine Macht unter Wasser benutzen, ne? Die benutzt ja die Macht irgendwie, um unter Wasser atmen zu können, ne? Hat er, ich kann das nicht sehen. Ich glaube, der hat so ein, ja, aber ich kann mich noch im ersten Teil erinnern. Hatte der so ein Atemdingen, also ja, ist irgendwie logisch, dass der halt immer noch hat, ne? Ich sehe überhaupt nichts hier. Ich sehe nichts. Vielleicht weil ich meinen Bildschirm nicht hell genug eingestellt habe oder so, aber BD kann ich ja auch nicht. Ja, ne, warum kann BD überhaupt unter Wasser eher überleben? Sehr wasserdicht. Ich sehe irgendwie nicht, was ich hier machen soll. Ich sehe allgemein nicht viel. Ja. Ich sehe nichts. Wo muss ich hin? Ich weiß nicht, ob in der Aufnahme besser zu sehen ist, aber... Es ist unglaublich schwer hier. Mein Aufnahmebildschirm gerade. Konnte gerade irgendwie. Könnte gerade irgendwie was machen, aber. So, wenn ich jetzt wüsste, wo. Sieht nämlich nicht so aus, als könnte ich hier irgendwo hin. Einbahnstraße.
Ich muss von hier aus sein, aber wie komme ich da hin? Natürlich auch da ist irgendwo ein Gang. Ich möchte nur noch finden, ne? Da kommt man jetzt, ist irgendwie viel heller. Okay, warum auch nicht, ne? Na, Truhen gibt es auch unter Wasser, ne? Ja, ne? Wir aufpassen. Aber eigentlich nicht. Ich muss eigentlich nur auf der Karte gucken. Oh, da unten ist eine Truhe, dann gehe ich nochmal zurück. So, und nun. Ist das hier ein. Sieht aus wie so ein Stim. Erweiterungsding, aber ich glaube nicht, dass er deins ist. So, und nun. Und nun. Und nun. Oder ist das hier. Boah. Siehst du gar nicht. Ich dachte, da wäre eine Decke. Nein. Ja. Ich wollte eigentlich dann andere Dinge an mich heranziehen, aber ja, so im Kampf anvisieren ist irgendwie so ein Ding, das nicht so oft funktioniert in diesem Spiel. Und bleib sogar oben. Cool. Ja. Weil ich mich schon wieder angreifen, bevor ich hier oben war, ne? Ja, hatten wir letztens schon mal, ne? Finde ich voll unschön. Komm mal, hier sind zwei Truhen. Direkt nebeneinander. Das ist auch selten. Schichtete Metalle. Beschichtete Metalle. Okay. Und hier ist irgendwo noch eine Essenz. Wo? Bestimmt da hinter der. Ja, ne. Komm ich da hin? Ja, ne. Was? Ich hab irgendwo ein Lichtschild gehört. Ich habe gerade gehört, wie jemand ein Lichtschwert angezündet hat. Angezündet, eingeschaltet. Wie nennt man das? Entfacht, gezogen, aktiviert. Aktiviert, ne. Was ist eigentlich, wenn ich so ein Ding einsammle und ich tue diesen. Ja, ich wusste es. Stück. Versuch mal mehr mit so einem Kreis ausweichen, mit diesen Dingern, wo man so. Ah, ich kann Schwein nicht mal damit aus. Ich habe diesen Paradeschub jetzt. Ah. Hier den Lichtschwert ausgeschaltet. Das ist unfair. Voll unehrenhaft. Das mögen die Jedis, glaube ich, nicht so. Oder billige Kampfstil. Ich habe das gehört, ne? Ich habe nur so gehört, so. Hier Spiel. Ich fand das einfach nicht.
Ja, dann haben wir den Bunker hier erkundet, haben wir ein paar Metalle bekommen, ein bisschen Erfahrungspunkte, Gegner besiegt. Sehr cool. Finde ich gut, wenn ich wieder so ein neues Gebiet finde und Zeug finde. Hier noch ein paar Samen, die ich mitnehmen kann. Ist überhaupt noch was? Ich weiß nicht. Yep, 19. Wenn ich da bestimmt einige so auf den ersten Blick finden, ne? Pass auf. Weiß auch wieder abläuft, eine 2 Sekunden lang. Aufnahme abgestellt und dann. Oh, guck mal, ich habe 20 Samen hier gefunden. Ist das nicht schön? Letztes Mal glaube ich wieder neu, ne? Aber ich sehe das ja nie, ob die neu sind, wenn ich die einpflanze. Ich kann schwören, jedenfalls nicht. Also irgendwas Neues, wenn ich schon mal hier bin. Bin sowieso zum Garten zurück. Boah. Wie man die Augen so aufhalten, ja. Au, au, au. Okay, ist gut. Okay. Ich weiß noch, als wir am Anfang hier waren, ne, und voll frustriert sind. Ernsthaft, jetzt absolut gar nichts. Samenmäßig. Gibt es jetzt nicht. Ja, finde ich irgendwo mal einen Meditationspunkt, wo ich sowieso keine Samen mehr finde. Da kann ich ja nach Hause gehen. Weil da ganz oben war einer, ne? Bin ich eigentlich gerade. Keine Ahnung. Ich will in ein anderes Gebiet rein. Wenn ich einen Fischer noch so fehlt, dann nur ein so ein Ding. Ich überlege echt, ob ich irgendwann so eine Grinding Session mache. Ich dachte, du wirst halt sterben. Das ist ein Meditationspunkt, lass mal kurz sein. Ich bin sowieso keine Samenkapseln mehr. Bis dann auch, wie wir hier am frustrieren waren. Der lebt noch, das gibt's nicht. Jetzt nicht mehr. Aber ich hatte überhaupt mir mal alles erkundet. Mach mal eine Pause, ihr Kollege. Hans Lolo. Ach ja, da war die, wenn er in Zeitlupe Gegner erledigt, ne? So, ich schieße einen auf mich. Wo? Irgendwie nicht. Was ist das für ein Geräusch? Ja, und wird jemand getötet. Egal. Ah, schon, da habe ich nicht getroffen. Schau. Aua. Ah. Komm schon. So ein Dreck, ey. Ah, ich war direkt hier vom Speicherpunkt. Jetzt, wo ich jetzt schon wieder rauskomme, ne? Boah, will ich einmal, oder werde ich einmal ein bisschen gierig, ne? So, Wachstumsschub. Okay, keine Ahnung, wo ich das herbekomme. So, boah, ich bin direkt da gewesen, ne? Los, Bettwache. Ich glaube, so hieß er nicht. Wie ist der Ort, ne? So, jetzt gab mal bloß nicht, dass ich da nicht zurückgehe und nochmal meinen Dingens hier abhole, okay.
erstmal ganz vergessen hier. Kann ich auch so anvisieren? Nee, ne. Erstmal gefälligst das Ding jetzt zurück. Weißt du, ob da rumläuft? Weil die Gegner, die wandern ja immer so ein bisschen hier rum, ne? Ist wahrscheinlich keiner mehr da, ne? Aber mein Ding müsste da sein, ne? Ah, guck mal. Lass mich nochmal darüber. So. Irgendwo ein Samen. Nee. Na gut, dann gehen wir nochmal zu unserem Garten zurück. Wir haben wieder neue Sachen zum Einpflanzen, glaube ich. Ich habe Fähigkeiten nur und ich habe 4. Ich habe gerade 4 mit einem Doppelkling rum. Meinen Schmetterschlag nach unten auszuführen. Ja. Warum nicht? Oh, der war nicht schlecht, ehrlich gesagt. Was ist das hier? Ah, warum nicht? Ich glaube, wir mit dem Doppelschwert letztens herum. Warte mal, wenn ich nicht einsetze und dann den, oh, eine Combo. Ja, genau. So, nochmal zurück zum Mantis und dann zum Garten. Ich hoffe, ja, irgendwann wird das mal freigeschaltet, mit diesen blöden Samenkapseln. Falls das überhaupt ein Ding ist. Ich nehme das die ganze Zeit an, ne? Aber ich weiß es ja nicht genau. Ach, guck mal, wie viel. Plus 4 mehr. Guck mal, wie viele Knoblauch. Wie viele Zwiebeln nicht gefunden. Sie sehen aus wie so Zwiebeln. Auf jeden Fall. Wir haben unser letztes Beet angelegt. Guck mal. Lass uns plaudern. Nein. Ich will jetzt mal das hier. Ich weiß genau, was das ist. Für eure Wetten. Karten Upgrade. Samenkapseln. Ich wusste es. Der Garten hat sicher Platz für einige der neuen Samen, die ich gefunden habe. Ja, welche von denen sind denn neu? Man kann die sogar umändern. Jede dieser Varianten wäre toll. Du musst mir schon sagen, welche davon neu sind im Spiel. Die Stelle hier sieht gut aus. Ich muss immer auf gut Glück hier die Dinger alle einpflanzen, um zu gucken, so, oh, das ist neu. Wir sind schwachsinnig gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Hier. So, jetzt kann ich die ganzen Samen endlich offscreen farmen. Wenn ich jetzt wüsste, ne? Das ist die Stelle. Keiner neu. Ja, woher soll ich dann wissen? Du. Keine Ahnung, Mann. So, was mit dir? Der Garten ist vollständig erweitert. Gut gemacht, Kerl. Das bringt natürlich Vorteile. Die Erde müsste jetzt so hochwertig sein, dass sie das Pflanzenwachstum beschleunigt. Guck mal hier. Und wenn du möchtest, kannst du Pflanzen bei einer gewünschten Größe in Stasis versetzen. Okay. Was hältst du bisher von Kobo? Es ist schön. Aber? So viele hier hungern. Nach mehr Priorit, mehr Kredits, mehr Land. Niemand ist damit zufrieden, wo er ist.
Sind Pflanzen nicht genauso? Wie meinst du das? Sie haben ständig Hunger, wollen ständig mehr Sonne, mehr Platz. Da hast du recht. Mehr zu wollen bedeutet Menschen nicht, sind immer, Pflanzen. Es bedeutet nur, dass du wachsen willst. Weise Worte. Ich werde daran denken, wenn unser Garten wächst. Aber unser Garten wächst nicht mehr. Daher habe ich recht. So, und ich sehe schon hier, sie sind eine Menge Sachen, ne? Das hat mit dem Pflanzen beschaffen, obwohl ich jetzt nicht mehr weiß, wofür man die noch brauchen müsste. Ist jetzt eigentlich voll easy, ne? Ich sehe euch. Ihr seid hier irgendwo, ich kann es riechen. Ich bin voll vorbeigelaufen. Kann ich aber den machen? Nee. Na, guck mal hier. So, da steht schon zum Beispiel wieder neuer Samen. Ich weiß nicht, ob das jetzt bedeutet, dass der jetzt komplett neu ist. Hör nicht, ne? Hier wird zum Beispiel nichts angezeigt. Also, ich meine, das war nicht neu, ne? Guck mal, wie einfach das jetzt ist, ne? Wir sollten diese Samen im Garten einpflanzen. Pili wird das lieben. Ah, das macht so viel entspannter jetzt. Hier ist übrigens auch irgendwas, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Das soll angeblich am Boden sein, aber ich finde es irgendwie nicht. Also ja, ich habe mich da schon umgeschaut. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Von daher weiß ich es nicht. Ja, die Samen zu finden, das wird natürlich eine Tortur noch so, ne? So eine kleine. Also machen, ich will natürlich alles hier haben, ne? Wo es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich alles erreichen werde in diesem Spiel, einfach nur weil diese einen Dinger sind irgendwie viel zu schwierig hier, diese Machtrisse. Viele von denen haben wir jetzt eigentlich schon. Wir brauchen noch eine Menge, ne? Aber haben wir noch ein paar Aquarienfische, Kopfgeldpuck, da sollte ich mich auch mal drum kümmern, genau. So, boah, wir haben erstmal die Hälfte ungefähr. Oh mein Gott. Na, ja, aber ich glaube, das müsste eigentlich gewesen sein, hier so von der Länge des Parts. Müssen, glaube ich, bei so 50 Minuten oder so angekommen sein, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, nächstes Mal sammeln wir. Suchen wir hier die Dingens hier, die Samenkapseln. Einfach warum nicht, ne? Und hier soll irgendwo Dings sein, aber ich weiß nicht wo. Die Karte zeigt mir irgendwie was an, aber irgendwie auch nicht. Schon da oben habe ich auch schon geguckt, aber das ist auch nichts. Also ja, keine Ahnung. Na, no, aber ich bedanke mich jedenfalls beim Zuschauen, weil die ja vorbeigeschaut haben. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.